Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem kleinen Google Docs Tutorial. Im heutigen Video wollen wir uns anschauen, wie ich in Google Docs Brüche schreiben kann. Das ist eigentlich ganz einfach und ich öffne dafür mal ein Dokument, mit dem wir das machen können und ich habe das auch schon mal vorbereitet, denn wir haben zwei Möglichkeiten, das darzustellen und ich zeige euch beide. Beginnen wir mit der ersten Version, das ist einfach 4 durch 8 gleich 0,5 und wir sehen, dass jetzt hier nichts formatiert wurde. Das machen wir über das Hochstellen und Tiefstellen der Zahl. Wir markieren das Ganze, gehen auf Format, Text und hier auf das Hochstellen mit Steuerung Punkt. Und das Tiefstellen können wir genauso machen. Wir nehmen jetzt aber die Tastenkombination Steuerung Komma, um das zu beschleunigen. Das ist die erste Variante. Wir haben jetzt aber noch eine zweite, die dem Mathematischen doch ein bisschen mehr entspricht. Und deswegen verwenden wir auch die Gleichungsfunktion, die es in Google Docs gibt. Die finden wir unter Einfügen und dann unter Gleichung. Und bevor wir jetzt hier 4 Achtel eingeben, gehen wir direkt hier in dieses Formatierungsmenü, finden hier die mathematischen Operationen und hier den Bruch. Jetzt befinden wir uns ganz oben auf dem Bruch, da gebe ich die 4 ein, drücke nach rechts mit der Pfeiltaste, komme dann nach unten, jetzt haben wir 4 Achtel und jetzt drücke ich nochmal die rechte Pfeiltaste und dann sind wir auch schon hinter dem Bruch und jetzt kann ich ganz normal weiterschreiben und sehen, dass ich auch so meinen Bruch hier perfekt hinterlegt habe. Von daher relativ einfach, wenn man weiß, welche Funktionen einem im Google Docs zur Verfügung stehen. Das war's dann an dieser Stelle auch schon. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns im nächsten Tutorial wieder. Bis dahin, euer Shavo. Ciao.